Zuchtbuch. Da hätten wir mal wirklich ein Zuchtbuch, ne? Xipel ist verletzt. Und der Kleine muss weg. Oh, schade. Sind zu viele. Tierarzt rufen. Okay, der ist schon auf dem Weg. Haben die beiden sich eventuell gerauft? Das kann natürlich passieren. Weil er kam ja auch gerade da raus, ne? Sollen wir ihn vielleicht auch verkaufen? Also wir haben ja gesehen, dass es Nachwuchs geben kann. Weil wenn die beiden sich echt zanken und es muss einer weichen. Und dann würde ich lieber das Pairing beibehalten, weil Mutter und Sohn finde ich ganz schwierig. Dann muss er nämlich leider weichen. Vielleicht kriegen wir ja echt guten Wert mit dem, was er hat. So. Ja, ist verletzt. Ich kann aber nicht mehr machen, als den Tierarzt rufen. Wenn er mal endlich kommen würde. Wo ist der Tierarzt? Where are you? Verletztes Tier. Ja, danke schön. Kann ich das vom Gehalt des Tierarztes abziehen? Das wäre echt nice. So, wir haben also dich. Boah, Fruchtbarkeit 83%. Also das sieht schon echt okay aus. Ich finde, den können wir für 400... Für, oh, nicht so viel für... Beziehungsweise, Moment, wir gucken mal, was so ein Tab hier denn so wert ist. Der ist Gold. 270, hier handelt einer mit 500. 270, also 450 hätte ich jetzt schon gesagt. Ups. Wir versuchen zwar mit 450. Oder 405, machen wir so. Okay. Gucken, ob den einer nimmt. Aha, jetzt wird er weggenommen. Ja. Da wird er jetzt verarztet, ne? Ja. So. Dann gucken wir mal, dass wir hier jetzt Wölfe, ne? Haben wir? Genau, ein kleines Wolfspaar. So. Ups, das war, glaube ich. Na? Ein bisschen weniger. Wobei, eigentlich kann der ja ruhig kreuz und quer gehen, ne? So. Das ist ein sehr großer Käfig. Den machen wir hier mal ein bisschen. Ne? So machen wir den. So, dann können wir da die Tür machen. In der Hoffnung, dass es jetzt nicht zu klein ist. Aber notfalls können wir hier noch eine Beule machen. Ich finde das eigentlich ganz nett. Das ist halt sehr rund, aber das ist sehr, sehr kurvig. Und das gefällt mir eigentlich viel, viel besser. So, wo haben wir denn die kleinen Scheiße? Einmal bitte hier hin verlegen. Und auch den James einmal bitte verlegen. Sehr gut, ich bin gespannt.
Da kommt schon der erste. Hier haben wir, ne? Ja. Kommt da Geld rein? Ach ja, ein bisschen, ne? Oh, da ist schon richtig Geld geflossen. Was ist hier? 50.000. Warum habe ich das nicht wahrgenommen? So, das Gehege ist einfach scheiße. Es ist zu klein. Ordentlich zu... Boah, die brauchen ja richtig Platz. Okay, kriegen wir hin. Einmal kurz pausieren. Damit er uns hier nicht ab, wegläuft. Und dann... Dann wollte ich das so nicht machen. Ja, dann wird das Gehege... So. Das machen wir weg. Der Knick muss so. Jetzt dürfte auf jeden Fall Platz genug sein. Das ist schon sehr viel Platz. Also wirklich sehr viel Platz. Neuberechnung. Boah, aber gerade mal knapp, ne? Hätte ich jetzt nicht gedacht. So, wir haben zu viel langes Gras. Wir brauchen Erde. Wir brauchen ganz viel Erde. Ernte. Oh, das ist sehr viel. So, Fels. Bisschen kleiner. Was ich total geil fände. Boah, wie viel langes Gras einfach noch in diesem Gehege scheinbar ist. Ich sehe überhaupt kein Gras. Da ist noch Gras. Okay, habe ich gesehen. So. Ja, Mann. Also ich finde das schon sehr ungrasig. Ich weiß nicht, weniger langes Gras. Wo ist denn hier noch ein langer Gras sein? Ich würde mal gerne was ausprobieren. Und da die beiden eh gerade da hocken. In diesem Vorzeige-Szenario-Zoo hatten die doch so eine Höhle. Das fände ich richtig geil. Ich habe keine Ahnung, ob ich das hinbekomme. Aber weiße. So. Oh, das ist vielleicht sogar ein bisschen zu... Weißt du, was ich meine? So ein bisschen zu viel des Guten. Vor allen Dingen hier, die sollen ja nicht über den Zaun. Okay, ich muss mal alles kleiner machen. So, und wenn ich da jetzt... Das sah ja schon gar nicht verkehrt aus, ne? Warte, oh Gott, das wird wunderschön. Ich muss nur irgendwie auf der anderen Seite wieder rauskommen. Ah. So. Oh, das wird wunderschön.
Also für den ersten Versuch, ja. Sieht das ja wohl nicht so ganz wie ein Unfall aus, oder? Kann man das so ein bisschen, ja. Das machen wir noch ein bisschen schöner. Geil. Richtig geil. Boah, bin ich happy. Okay, das machen wir auf jeden Fall felsig. Es wird ein Fels. Ein Fels, ein Fels. Ich weiß gar nicht, ob die da oben laufen können. Ich mache den Zaun gleich auch einfach mal ein bisschen. Bisschen. Den Zaun ein bisschen höher. Geil. Sehr geil. Ich habe keinen Plan, ob man da. Also ich glaube, die eigentliche Ruhefläche machen wir schon hier so irgendwie. Das kriegen wir schon hin. Und so ein kleiner See wäre auch lustig. Nur so Mini. Oh, hat das jetzt Sinn gemacht? Irgendwie nicht so, ne? Ah! Ich weiß nicht, ob ich es gerade irgendwie noch schlimmer mache. Aber ich glaube, so geht's. So, und das ist einfach eine Pfütze, wisst ihr? So, eine kleine Pfütze. Ja, schade. Man könnte die Pfütze größer machen. Oh, könnte man gerade. Ich glaube, das springt immer direkt zu rot. Okay, so. So, dann machen wir mal wieder Play und gucken, wie die das so finden. Oh, er findet das schon. So, es fehlt ein Rückzugsort. Den machen wir. Und zwar kleine Rückzugsorte. Da passt einer rein. Ach, guck mal. Das finde ich nicht gut. Okay, dann müssen wir es anders machen. Da muss was tatsächlich anders machen. Also es gibt einen mittleren. Was ist, wenn wir den hier hinsetzen? Aha! Damit kann ich leben. Ist jetzt doof, dann hätten wir. Wir müssen es wahrscheinlich höher machen. Oder kann ich da jetzt noch irgendwas mit da drüber bauen? Ja, ich kann drüber bauen. Sehr schön. So, und dann bitte, was fehlt denn? Erde. Machen wir Erde. Der schläft auch daneben. Also kann man sich das auch sparen. Hier ist noch ganz viel hohes Gras. Das machen wir noch weg. Ich bin dezent über der Zeit, aber das machen wir jetzt noch fertig. So.
So. Hungrig. Uiuiui. Wolf, was haben wir denn hier? Oh, wir haben schon eine ganze Menge, ne? So, wir nehmen ein großes Tablett. Das setzen wir mal hier hin. Dann ein Brunnen, den finde ich hier ganz nett. Ihr kriegt einen Ball. Ihr kriegt einen Sprengklo. Machen wir mal hier hin. Und ihr kriegt einen Pappkarton. Und was ihr auch dringend braucht. So. Ich glaube, ihr dürft es gar nicht so warm haben. Immer noch 21. Es gibt nicht genug Rückzugsorte für alle Tiere. Warum denn nicht? Dann mache ich da noch einen kleinen hin. So. Das finden die gar nicht so toll. Warum nicht? Die Idee fand ich eigentlich großartig. Gut, schon wieder falsch. Vielleicht müssen wir es einfach noch ein bisschen zubauen. Dass es auch wirklich wie eine Höhle ist, ne? So, das heißt, ich brauche wieder viel Erde. Oh, die können da rumlaufen. Okay. Ha. Was haben wir hier? Leider unter dem Wohlbefinden. Ja. Ich glaube, wir lassen mal. Nee, nicht den Tierarzt. Wir lassen den Tierpfleger kommen. Da ist er auch schon. Damit er denen zumindest mal was zu futtern gibt. Aber mit dem Rückzugsort, da gucken wir nochmal. Ein paar Pflänzchen wären nicht verkehrt. Tiger, gemäßigt und Tundra. Und wir sind in Opa. Ja, eine Buche. Ein Drosselstrauß. Oh, und Tannen finde ich super. Sieht dann so schön wie ein Wald aus. So ein bisschen halt, ne? Thank you.
So. Dann haben sie erstmal so ein bisschen was. Ja, das mit dem Rückzugsort finde ich schade. Kommen die da jetzt? Also, die werden da ja wohl reinkommen. Oh, warte mal, ich habe da noch was gesehen. Ja, Mann, sowas setzen wir auch noch rein. Aber ich hätte gerne. Oder nur so ein Stumpf. Was haben wir denn noch? Der ist. Nee, der da. So. So machen wir alles auf 3 Meter oder 3,50. Safety first. So. Und dann. Das aus Scheibe. Dann haben die hinten ihren Rückzug eigentlich. Den Weg hier fertig. Also notfalls müssen wir einfach einen separaten Rückzugsort da hinsetzen. Und dann bleibt der Hügel trotzdem irgendwie. Aber ich fände es schade, weil das wäre einfach so vollkommen natürlich, dass sie diesen Hügel haben. Geht's euch denn sonst gut? Das Gehege ist zu klein oder zu voll? Ey, jetzt laber nicht. So besser? Gehege ist zu klein oder zu voll. Und die Temperatur ist nicht gut. Das habe ich schon befürchtet. Ein Rückzugsort gibt es nicht. Oh Gott, das war der schlimmste Fehler meines Lebens, Wölfe reinzusetzen. Ich würde aber sagen, dieses Problem lösen wir einfach beim nächsten Mal. Wir gucken uns den nochmal an. Oh, der guckt auch ganz. Ups. Guckt auch ganz bedröppelt. Das tut mir echt leid. I'm really sorry. Ja. Okay, die legen sich wirklich dahin, weil die keinen Rückzugsort sehen, weil die da nicht reingehen. Da müssen wir echt dran arbeiten. Na gut. Also, wie gesagt, wir lösen das Problem beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Ja, und würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.